So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zur 39. Folge der FIFA 15 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute also mit dem 28. Spieltag in der Barclays Premier League zwischen Swansea City, den Schwänen und Manchester United, ja den Red Devils. Ich bin gespannt, wie heute wieder im dritten Trikot, in dem Trikot, das uns im letzten Part nicht wirklich Glück gebracht hat. Aber wir müssen da wohl durch. Zuletzt gab es ja leider Gottes nur ein 1:1 gegen Newcastle United. Heißt, wir hätten eigentlich 5 Punkte vor Arsenal und vor Chelsea sein können. Es sind jetzt nur 3, nur in Anführungszeichen, sprich, wir müssen uns keinen Druck machen. Wir sind trotzdem in einer richtig guten Ausgangsposition. Nur das kleine Problem, das ich im letzten Part angesprochen habe, was wir heute haben, ist, dass wir ein bisschen durchrotieren müssen. Ihr seht es an der Fitness. Spielen heute gegen Swansea, gegen einen, man muss es so sagen, eher schwächeren Gegner. Im nächsten Part wartet der FC Arsenal im FA Cup Viertelfinale. Dann kommt Liverpool in der Liga, dann kommt Tottenham in der Liga, dann kommt Man City in der Liga, dann kommt Everton. Und ich weiß gar nicht, ob Chelsea auch noch dabei ist. Ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall 5 Kracher. So in den nächsten 7 Spielen sind 5 Kracher dabei. Und in diesem Sinne müssen wir da ein bisschen drauf achten. Deswegen Herrera, der heute erstmal rauskommt. Ich glaube sogar, dass ich Pogba fast rausnehmen muss, Freunde. So leid es mir tut für den Mann, der uns im letzten Spiel noch das Unentschieden gerettet hat. Aber ich glaube, das müssen wir tun. Smalling kommt auf jeden Fall auch mal rein. Zumindest hier für Evans, dass wir dann den Frischen haben. Dann, ich packe jetzt Fellaini dahin. Rooney auf 10 ist auch die Überlegung. Boah, das ist richtig schwierig, ne? Das ist richtig schwierig. Januszeit bringe ich mal für Marta auf links. Boah, Freunde. Anderson und Co. Ich weiß nicht, ob wir Wilson vorne reinpacken können. Ich denke, ich mache es jetzt einfach mal für Falcao. Falcao, der trotzdem mitfahren darf. Und dann denke ich, werden wir so erstmal reingehen. Dann werden wir das Ganze so erstmal angehen. Marta raus, Fletcher noch mit auf die Bank. Damit wir, wie gesagt, ein bisschen schonen können. Damit wir da ein bisschen, ne, für die anderen, für die kommenden Spiele ein bisschen planen können. Ist eine relativ blöde Sache, aber wir haben jetzt wirklich peu à peu, Tag für Tag Spiele, so ungefähr. Richtig, richtig krass und von dem her müssen wir da ein bisschen drauf achten. Nichtsdestotrotz müssen wir heute die nächsten 3 Punkte einfahren. Chelsea, Arsenal und Co. sind in Lauerstellung. Und wir brauchen heute im Liberty Stadium bei Swansea City die nächsten 3 Points, Freunde. Also gehen wir es an mit Fellaini mit. Ich weiß gar nicht, wie viele Spieler wir jetzt rausrotiert haben, beziehungsweise reingebracht haben in die Partie im Vergleich zum letzten Part. Auf jeden Fall einiger. Und ihr habt es auch im letzten Part gesehen, wir haben nicht so wirklich gut gespielt, muss man sagen. Da gibt es auch noch einiges an Luft nach oben. Wir haben, glaube ich, 5 Schüsse gehabt, 2 davon aufs Tor oder so nur. Ist natürlich letztendlich für eine Spitzenmannschaft, die um den Titel oben mitspielen will oder die den Titel holen will vielmehr, zu wenig. So, kein Foul, Blind hat erstmal ein bisschen Platz. Der Ball ist perfekt auf Janusai, der ihn leider aber nicht ganz erlaufen kann. Idee war super. Wills, nee, Rojo ist es. Was, Rojo da vorne? Nee, das war er nicht, Freunde, hoffe ich zumindest. Da hinten ist Rojo, der jetzt verteidigt gegen Wilfried Bony. Rojo wird da mal einfach abgewiesen. Richtig krass, wie sich Bony durchsetzt. Bony immer noch am Ball mit der Flanke. Jetzt muss er weg. Oh, gut geklärt erstmal. Und Van Persie kommt nicht hin, aber da sind wir erstmal mit Fellaini da. Robin Van Persie, Wilson, Rooney. Oh, schade, er wollte da nochmal abbrechen, weil mir das ein bisschen zu wenig war, wie wir da jetzt vorne aufgestellt waren. Aber am Ende klappt es nicht. Vorgelegt, kommt man nicht ganz hin mit. Daily Blind. 9 Minuten rum. Montero kommt über links. Nein, 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 nein. Gut gemacht von Blind. Varane mit einer richtig schlechten Tat. Holt ihn sich aber wieder und macht es jetzt richtig stark. Van Persie schiebt ein bisschen an. Zusammen mit Wilson. Da vorne jetzt mal für Gefahr sorgen. Wilson, da ist er. Wilson. Ah, wird gerade so abgeblockt. Schade, schade, schade. Fellaini kommt auch nicht ganz ran. Rojo schiebt drauf. Boah, wir müssen. Es ist so ein bisschen nicht dasselbe Spiel wie im letzten Part gefühlt. Und da waren wir gegen Newcastle auf einmal durch einen Torwartfehler von De Gea. 1-0 hinten. Das soll uns bitte heute nicht passieren. Da ja, abgelegt. Erste super Möglichkeit für die Männer in Weiß. 15. Minute, gibt die Ecke der Ball. War noch abgefälscht. Sigurdsson steht bereit. Wehe. Das Tor gegen Newcastle kam auch nach einer Ecke. Und wieder De Gea mit Schwierigkeiten. Das gibt's doch gar nicht. Der Mann ist in keiner guten Verfassung. Wilsner. Ah, shit, jetzt spiele ich ihn viel zu spät. Oh, von Persie. Der Mann ist in keiner guten Verfassung. Fellaini. Gut gemacht. Rooney. Rooney. Immer noch. Wayne. Rooney. Rooney. Oh, und dann kommt er noch ran. Janusai kriegt den. Oh, nicht mehr. Gegner hat ihn. Williams. Schade. Rooney mit einer richtig guten Aktion da. Kommt leider nicht so wirklich zu einem richtig genialen Abschluss. Aber das war ein guter Ansatz. Blind. Ach, komm. So war er nicht geplant, Mensch. Ich wollte schon viel früher spielen, aber der stolpert da noch einen auf vorher. Aber den haben wir, Janusai. Abgelegt, Rooney, Mensch. Wir kommen wieder nicht hin. Ihr merkt, ich leide momentan, weil, wie gesagt, im letzten Part hat es nicht so ganz gepasst.
Heute muss es besser werden. Blind! Blind! Knapp vorbei. Huiuiui. Nächste gute Chance, 24. Minute. Gegen den Ex-Keeper vom FC Arsenal, gegen Fabianski. Gibt's denn das? Da muss was gehen. Gut gemacht von Wilson. Rooney. Rooney! Nächste Top-Chance, 25. Also hier gibt's die Chance im Sekundentakt. Für uns, aber wir kriegen den Ball noch nicht runter. Beziehungsweise runter kriegen wir ihn schon, aber nicht rein. Gibt den Abschluss wieder für Swansea. Hoch mit der Birne. Schade. Carroll. Aber Janusai diesmal mit einer richtig duften Aktion. Rooney. Rooney kriegt den wieder. Aber das ist so schlecht zugespielt von Van Persie. Das kann er ja wohl besser. Wilfried. Boney. Hat ein bisschen Platz. Auch da können wir ihn wieder nicht vom Ball trennen. Also der Mann setzt sich super in den Zweikämpfen durch. Und Rojo macht das jetzt auch gerade richtig stark. 30. Minute. Da ja. Janusai. Ah, doch, wir haben den Einwurf wunderbar stark gemacht. Also fällt bisher eigentlich nur so durch defensiv gute Aktionen auf, der gute Janusai. Als durch offensiv schöne Dribblings, wofür er eigentlich doch ein bisschen eher bekannt ist. Oh, Gottes Willen, Freunde, spiele ich hier den Stiefel auf. Van Persie kann sich nicht durchsetzen. Rooney versucht es mit der Grätsche und dafür gibt es Gelb wahrscheinlich. Und Van Persie, nein, hat sich verletzt. Ist das bitter? Ist das bitter? Robin van Persie, Rooney hier mit der gelben Karte, aber das ist nur Nebensache. Van Persie, der scheinbar ausfallen wird. Ich hoffe nicht länger. Was hat er denn? Sieht man das hier irgendwo? Spielerdetails, aber das, glaube ich, steht hier noch nicht hoch mit dabei. Ach, ist das bitter. Ja, und dann muss jetzt wahrscheinlich wieder Falcao mit vorne rein. Unglaublich. Also, extrem bitter. Daumen drücken, dass es sich nicht zu lang verletzt. Mann, Mann, Mann. Di Maria weg. Van Persie vielleicht weg. Vielleicht länger weg. Wir wissen ja nicht, wie lang. Unglaublich. Falcao mit der Grätsche. War gut gedacht, komm nicht ganz an Boney. Oh, Gott sei Dank, dann wäre die Lücke da gewesen. Linie lang gespielt und der ist weg. Heieiei, das ist der nächste kleine Dämpfer. Wir waren oder wir sind immer noch in der guten Ausgangsposition, aber jetzt die Verletzung zuletzt von Di Maria. Wie gesagt, jetzt die von Van Persie. Das wirft einen immer so ein klein wenig zurück. Wilson macht das gut, sieht jetzt Falcao gerade eingewechselt. Falcao macht den rein 1:0. Das ist jetzt kein Dämpfer. Sondern das ist eine richtig gute Aktion vom eben vor wenigen Sekunden eingewechselten Radamel Falcao. Und der mit dem Treffer. Wunderbar. Also, kleiner Schritt wieder nach vorne. Für Manchester United. Super Vorlage von Wilson. Vierter Treffer erst von Falcao in dieser Saison. Also, da geht auch noch ein bisschen mehr. Trotzdem einer, den wir brauchen, der vorne die Räume macht. Falcao. Runtergelegt. Rooney. Wieder auf Falcao. Oh, wenn er den gleich noch mitnimmt, gibt's die Chance zum Doppelpack innerhalb weniger Sekunden. Carroll. Da ja, gut gemacht von Janusai. Er hatte die Kulle eigentlich schon. Also der ist ein bisschen unglücklich in seiner Aktion. Der Janusai kriegt die Bälle nicht so, wie er sie sich eigentlich verdient hätte. Tiendali oder Tiendali verliert den, gibt einen Einwurf. Jones. Wilson. Schöner Ball auf Falcao. Sieht wieder Wilson. Wilson, ich wollte eigentlich gleich abziehen, aber komm nicht ganz hin. Und dann war es, glaube ich, sogar abseits. Relativ spät gepfiffen vom Schiedsrichter gespannt. Und dann dürfte gleich Halbzeit sein. Nochmal der lange Ball nach vorne. Vielleicht gibt es sogar noch eine Möglichkeit, wenn wir da schnell den Ball erobern. Janusai macht das diesmal super. Rooney auf Falcao. Wieder auf Rooney, der auf Wilson. Die Idee war gut. Die Idee war richtig gut. Und jetzt ran, der Ball ist im Aus. Also, Swansea wirkt stark verunsicher. Der Tabellen 14., glaube ich, ist es. Mit bisher nicht wirklich guten Aktionen. Abgelegt. Fellaini, geiles Ding. 5. Minute der Nachspielzeit, nochmal eine gute Aktion durch den Belgier. Aber Fabianski muss am Ende nicht eingreifen. Achso, das dürfte es gewesen sein. 45. Minute. Wir gehen, denke ich, mit dem 1:0 in die Halbzeit. Und dürfen dann hoffentlich mal gespannt gucken, wie die anderen Mannschaften so spielen. Stand jetzt in der Barclays Premier League. So schaut's aus. Achso, gehen wir rein. Die anderen Spielstände. Arsenal mit einem Unentschieden gegen Everton. Da nehmen die sich beide die Punkte weg. Liverpool führt gegen Man City. Auch da werden sich gegenseitig zwei Konkurrenten Punkte wegnehmen. Chelsea allerdings mit einem 1:0 gegen Burnley. Also die bleiben dran. Die bleiben hartnäckig in dieser Premier League-Saison. So, auf geht's. Blind. Am besten noch das zweite nachlegen. Dann denke ich, haben wir unsere Ruhe. Davon würde sich Swansea nicht mehr erholen. Falcao. Geht schön vorbei. Sieht Janusai. Ah, der macht das eigentlich gut, ne? Will da schön vorbeiziehen. Schafft's nicht ganz. Und holt dann trotzdem in Anführungszeichen den Einwurf raus. Wunderbar. Wilson kommt entgegen. Was macht er denn da? Man weiß es nicht. Fellaini. Ah, Falcao. Der war gut eigentlich gedacht. Der war richtig stark, aber letztendlich geahnt da. Von daher
Und dann macht Swansea erstmal wieder schnell, kommt über Sigurdsson. Wobei, so schnell ist das auch nicht. Wilfried Boni. Boni. Jawohl, gut gemacht. Rojo. Fellaini. Rojo. Valencia. Probiert es auch vielleicht nochmal mit einem Doppelpass. Klappt nicht, aber Falcao dafür vorbei. Sieht Wilson. Oh, den hätte ich flach spielen können, oder? Den hätte ich flach spielen können, wenn ich sogar müssen. Dyer. Auf Tiendali. Dyer. Oh, wir kommen nicht hin. Ich habe schon wieder so im Gefühl, dass wir jetzt dann gleich den Ausgleichstreffer kriegen. Und das wäre enorm bitter. Dyer nach vorne gelegt. Keine Abseits. Den kriegt er locker noch. Abgelegt. Und das war nicht so gut. Janusai. Schön gemacht. Wieder Janusai. Och, wieso kommt denn da Wilson? Aber soll mir auch recht sein. Da kommt Rooney. Rooney wird da geblockt. Falcao. Schiedsrichter hat nicht mal oder hätte nicht mal einen Foul gepfiffen. Unglaublich. So, Falcao kann ich nicht schicken. Fellaini. Jetzt kann ich Falcao schicken. Kein Abseits. Falcao geht schön vorbei. Falcao mit dem Schuss. Falcao mit dem 2:0. 59. Minute. Also jetzt hat er Blut geleckt, oder? Der Kolumbianer. Schöne Aktion in der 60. Minute. Erzielt das 2:0. Und wie gesagt, ich denke, das dürfte die Entscheidung gewesen sein. Wir gehen mal rein. Wir werden ein bisschen wechseln. Einen Rooney nehme ich raus. Bringen nochmal einen Lingard. Und dann haben wir schon dreimal gewechselt. Nee. Haben wir schon. Das ist ja krass. Wen haben wir denn jetzt raus? Wir müssten jetzt doch eigentlich... Egal, wir gehen nochmal rein ins Spiel. Und gehen nochmal rein ins Menü. Haben wir jetzt echt schon dreimal gewechselt? Ja, das gibt's doch gar nicht. Wen haben denn wir noch rein? Wen haben denn wir jetzt noch rein? Bin ich jetzt blöd? Wir hatten doch nur Dings rausgenommen. Wir hatten doch nur Van Persie raus, Falcao rein. Vielleicht täusche ich mich auch und bin komplett behindert. Ich weiß es nicht. Aber egal. Gibt auf jeden Fall jetzt den Wechsel Lingard rein für Wayne Rooney. Und damit, wie gesagt, sollten das die nächsten drei Punkte gewesen sein. Nächster Part dann gegen Arsenal. Ich freue mich schon riesig drauf. Im FA Cup Viertelfinale. Der Titel ist ja natürlich das Ziel. Da können wir einen weiteren großen Schritt tun. Aber konzentrieren wir uns erst nochmal auf die Partie. Boni. Flanke in die Mitte. Aufpassen. Hohe Dinger sind momentan nicht die Stärke von David De Gea. Falcao sieht Lingard. Lingard. Ah, der war vom Lauf her eigentlich perfekt. Kriegt ihn aber dann nicht ganz gebacken. Noch nach vorne gespielt da auf seinen Mitspieler. Unten kommt Montero. Montero geht außen vorbei. Van Persie kommt nicht hin. Sigurdsson in die Mitte gelegt. Wilfried, Freunde. Und De Gea hat ihn. So, macht's da erstmal wieder ein bisschen schnell. Valencia. Schön gemacht. Fellaini mit der Hacke. Falcao. Gut gespielt. Und dann muss es da schon gelb geben. Von hinten in die Beine gegrätscht. Muss jetzt nicht mehr sein. 67. Minute. Nicht, dass sich der Nächste doch verletzt. Gilfi Sigurdsson. Also mit dem gelben Karton der Ex-Bundesligaspieler. Und wieder Fellaini. Falcao. Ah, das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Also so leicht können wir es ja dann auch nicht verarschen. Sigurdsson hat jetzt ganz viel Platz. Wir sind ein bisschen arg weit aufgeruckt. Wieso auch immer. Rojo gegen Dyer. Gut dazwischen. Gibt nur den Eckball. Und Kisung Jung kommt rein in die Partie bei den Schwänen. Also das darf nicht passieren. Ich gehe mal ein bisschen auf defensiver. Sogar auf sehr defensiv. Und Konter dann. Wenn wir es dann irgendwann einstellen dürfen. Weil das kann es nicht sein. Nach einem eigenen Freistoß fast in den Konter zu laufen, bei so einem Spielstand, ist nicht gerade gut. Falcao, der ist gut. Und er sieht Wilson laufen. Wilson, gutes Ding. Fabianski dazwischen. Also mit einem schönen Abschluss. Unser Nachwuchsstürmer. Der kann auch mal gut und gerne reingehen. Oh, was war denn das? Voll vorbeigebackt alle. Und da ist wieder Wilfried. Sieht Rutledge in die Mitte gelegt auf Gylfi Sigurdsson. Rutledge. Komm, oh, da hätten wir fast die Kulle kriegen können. Nochmal Sigurdsson. Flanke in die Mitte ist stark. Aber nicht der kleine Dyer, Freunde. Nicht der. So, wir stellen auf Konter um. 10 Minuten plus. Ja, Nachspielzeit knapp noch zu gehen. Den Sieg, den denke ich, haben wir. Und ich gehe jetzt nochmal schnell rein und schaue, ob wir wechseln können. Oder ob ich mich jetzt da täusche. Das gibt's doch gar nicht. Lingard angeschlagen. Aber wir haben scheinbar echt schon dreimal gewechselt. Ich bringe jetzt mal Smalling für Rojo. Doch, das geht noch. Dann ist das hier vielleicht nur eine falsche Anzeige. Ich weiß es nicht. Also, gehen tut's auf jeden Fall. Von dem her werden wir den einen Wechsel noch tun. Ich dachte mir schon, wir haben doch gar nicht irgendwie, ne? Schon dreimal gewechselt. Vielleicht ein kleiner Bug. So. Lingard. Auf Falcao. 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 Auf Wilson. Die Chance ist da. Wilson! Macht den rein. Wunderbar. 3:0. Auch er darf heute ran. Schönes Ding, gut durchgesteckt von Falcao. Und ja, jetzt haben wir mehr oder weniger die endgültige Entscheidung. Also, wer bis dato noch gezweifelt hat, der darf das jetzt lassen. Jetzt haben wir es geschafft und damit ist es wunderbar. James Wilson, erstes Tor in der Barclays Premier League, erstes Tor unter uns. Unser Neutrainer, Badeschlappen, Freunde.
Also kriegt er auch seine ersten Erfahrungen gesammelt. Macht die erste Bude von hoffentlich sehr, sehr vielen in Zukunft. So, Wilfried. Gut gemacht von Blind nochmal. Wird von hinten wieder gefault. Und Shelby, hatte der schon gelb? Ich weiß es nicht. Wenn, dann fliegt er hier runter. Kriegt nur die gelbe. War scheinbar vorhin anderer. Also, Newcastle so ein bisschen. Nicht Newcastle, Swansea. So ein bisschen mit Verzweiflungstaten da. Sind da langsam aber sicher ein klein wenig aggressiv. Falcao. Shit, das war zu einfach. Kommen wir nicht ganz hin. Können die da vielleicht nochmal unter Druck setzen. Rutledge nach vorne gelegt auf. Boney kriegt den Ball durch die Beine gesteckt. Und Shelby nochmal mit dem Angriff. Da ist Sigurdsson gut dazwischen. Falcao auf Lingard. Kommt schon, vielleicht geht hier noch ein Ding. Schade, kein Foul von Rutledge. Und Shelby. Wir müssen natürlich auch so ein bisschen aufs Torverhältnis mal gucken. Weiß gar nicht, wie es da aussieht. So eng wie momentan die Liga ist, kann sowas doch mal entscheiden. Und jetzt gibt es noch 5 Minuten obendrauf. Schlecht geklärt da. Shelby kann erstmal vorbei. Immer noch. Shelby, der gelb vorbelastete, zurückgelegt auf Dyer. Oh, wir kommen hier nicht hin. Flanke in die Mitte ist gut. Und jetzt ist er nicht drin. Sung Jung mit der Riesenchance. Dann nochmal zum Anschlusstreffer. Aber De Gea behält erstmal die weiße Weste. Und damit gehe ich jetzt auf totale Defensive. Auf den Abwehrriegel. Und dann haben wir es, Freunde. Dann haben wir es hier geparkt. Ganz, ganz wichtige 3 Punkte. Ich bin gespannt. Wie hat Chelsea gespielt? Wie hat Arsenal gespielt? Man City, Liverpool und Pipapo. Können wir da eventuell einen ganz, ganz großen Sprung machen? Falcao nochmal. Hat die Kulle noch? Oh, Fernandes setzt sich am Ende durch und damit ist es amtlich. Also 3:0 am 28. Spieltag. Oh, jetzt habe ich gar nicht auf die Statistik geguckt, Freunde. Egal, ich denke, es war auf jeden Fall verdient. Und wir gucken mal rein. Wir gehen jetzt ein paar Tage voran. So, mögliche Nationaltrainerposten. Schweden und Elfenbeinküste. Sehr, sehr nice. Und von den USA gibt es auch ein Angebot. Auch da werde ich natürlich wieder warten und gucken, was ihr dazu sagt. Und Van Persie fällt nur 9 Tage aus. Das ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal ganz, ganz gut. Da müssen wir hier ein bisschen tauschen trotzdem. Guckt euch an, Lingard auch verletzt. Alter Schwede. So, Smalling kommt dann rein für Shaw noch. Krass. Vor allem 90er Van Persie, 86er, die Maria beide da verletzt. So, Janusai auf links. Dann Mata in die Mitte und Rooney dahinter, beziehungsweise davor. Wird jetzt so die Aufstellung erstmal sein für die kommenden Tage. Wie lang fällt Janusai aus? Also das haben wir gelesen, das haben wir gelesen. Pressekonferenz gehen wir auch nochmal rein. Loben unsere Jungs da. So, Spieler verletzt. 3 Wochen Lingard. Auch bitter. Und wie gesagt, 9 Tage Gott sei Dank nur Van Persie. Dürfte dann gegen Liverpool höchstwahrscheinlich wieder fit werden, oder? Na, wobei. 1, 2, 3, 4. Ne, 5, 6, 7. Gegen Tottenham dann erst wieder. Also ich denke, bis Tottenham sollten alle wieder fit sein, bis jetzt auf Lingard. Da können wir dann wieder mit einer richtig guten Truppe ran. Vor allem, da haben wir auch endlich mal ein bisschen Pause. Außer hier fällt wieder FA Cup rein. Ich weiß es nicht. Könnte auch gut sein. Freunde, wir werden sehen. Naja, jetzt auf jeden Fall im nächsten Part dann das Spiel gegen den FC Arsenal im FA Cup. Ich bin richtig gespannt. Da werden wir mit der Top 11 auftreten müssen. Ich schau mal eben schnell, wie lange haben wir denn dann Pause bis Liverpool? 2 Tage. Also das wird krass. Die beiden Spiele müssen wir uns noch so ein bisschen durchkämpfen und dann haben wir ein bisschen Pause. In dem Sinn, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Ich bin erstmal raus. Macht's gut. Genießt den Tag. Bis dahin. Euer Badeschlappen. Servus.